Ich begrüße euch zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom, dem Game Boy Advance Spiel. Das Spiel kam auch für viele andere Konsolen raus, aber wir spielen hier die Game Boy Advance Version, weil ich die auch früher als Kind immer sehr oft gespielt habe. Und deswegen würde ich sagen, Deutsch, los geht's, drücken Start und sehen jetzt das Intro. Eines Nachts im Bikini Bottom. Sobald ich den Duplikatron 3000 fertiggestellt habe, werde ich mit Hilfe meiner Roboter die Herrschaft über Bikini Bottom erlangen. Endlich Roboter! Ich befehle euch, meinen Krabbenbürger zu besorgen. Was? Roboter? Ich befehle euch, kommt zurück! Der Schalter! Ich habe vergessen, den Schalter umzulegen! Der nächste Morgen. Ist dir heute etwas Seltsames im Bikini Bottom aufgefallen, Gary? Okay, ich gehe teilweise an die große Kappe. Dort liegt bestimmt wieder ein wunderschöner Arbeitstag vor mir. Er braucht mir noch einmal einen Storch. Es sieht so aus, als ob Bikini Bottom von Robotern heimgesucht wird. Und ich habe mich heute schon gewundert, was der Roboter heute Morgen in meiner Dusche wollte. SpongeBob, diese Roboter vertreiben mir all meine Gäste und stehlen mir meine Krabbenbürger. Na gut, wenn keine Gäste da sind, habe ich wohl einen freien Tag. Grrr, ich verwette meine Rechtsunterhose, das Plankton hinter dem Diebstahl meiner Krabbenbürger steckt. SpongeBob, du musst zum Abfalleimer und ihn stoppen, bevor ich bankrott gehe. Keine Sorge, Mr. Krabs, ich werde mich um diese Roboter kümmern. Und somit beginnt das erste Kapitel. Los geht's. Heiß 1, Angriff der Roboter. Ach ja, ein wunderschönes Spiel, finde ich. Es hat echt damals immer viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, heute wird es auch genauso viel Spaß machen. Es gibt pro Level immer 20 Krabbenbürger und drei goldene Fun-Wender, wie ihr dort unten seht. Die wollen wir alle finden. Du kannst diese Roboter nicht aufhalten, SpongeBob. Was? Du kannst diese Roboter nicht aufhalten? Okay. Auch wenn du sie zerstörst, sie kommen immer wieder zurück. Du musst dir einfach nur den Weg zum Abfall einmal freikämpfen und dann Plankton aufhalten. Finde die drei goldene Fun-Wender, um das Warp-Tor zum nächsten Gebiet von Bikini Bottom zu öffnen. Viel Glück, kleiner quadratischer Freund. Ja, genau. Also die drei Fun-Wender sind Pflicht, die braucht man, um zum nächsten Level zu kommen. Die Krabbenbürger sind halt Zusatz, aber die möchte ich auch alle haben. Hey SpongeBob, hast du schon mal versucht, auf die Roboter zu springen? Es ist so, als ob du auf einen Trampolin springst. Ja, schön. Wie gesagt, die Krabbenbürger sind halt quasi Zusatz, aber ich möchte am liebsten auch alle haben, also die 100% haben, das wäre einfach super. Deswegen gehen wir es an. Was? Ich soll eine Blase auf die Roboter schießen, um sie abzuschalten und dann herumzuschieben? Danke, Kumpel. Guter Plan, Gary, guter Plan. Das werden wir, denke ich mal, irgendwann gebrauchen können. So, hier SpongeBob kann halt einfach ganz normal springen, Seifenblasen schießen, gleiten und ja. Das sind seine ganzen Fähigkeiten. Da oben ist anscheinend der zweite Fun-Wender, den bekommen wir so hier, weil hier der Sprung wäre zu... Ja, das hätten wir nicht geschafft. So, hier extra schwierige Stellen mit Korallen da unten, die uns stechen und so. Oh, SpongeBob, versuche alle meine Krabbenbürger zu finden. Lass die Roboter nicht mit dem geheimen Rezept entkommen. Naja, keine Sorge, Mr. Krabs, keine Sorge. Wir schaffen das schon, keine Angst. So, die Unterhosen sind Energie quasi. Da gibt es auch noch Leben in Form von kleinen SpongeBobs, glaube ich. Was auch immer. Da, das meine ich. Das ist halt ein Leben. Extra Leben. Und die Unterhosen stellen Energie dar. So. 16. Und die sind eigentlich auch nicht so schwer versteckt, denke ich mal. Bisher zumindest nicht. Das kann sie noch ändern, wer weiß. Werden wir dann sehen. Aber momentan ist das ganz einfach. So, da. 20. Und wir können das Warp-Tor rein. 1-1, Angriff der Roboter geschafft. Bonus. Ja, nee, die Passwörter sind, wenn man das Spiel speichert halt nicht. Man kann halt die Passwörter mal eingeben, um halt zum jeweiligen Level dann zu kommen. Also wenn man das Level schon geschafft hat, bekommt man das Passwort, um dann halt zum nächsten Level nachzukommen. Sehr gut, SpongeBob. Du hast all meine Krabbenbürger gefunden. Wenn du jetzt noch alle Bürger im nächsten Gebiet findest, bekommst du einen Bonus. Viel Glück.
Wow, was? Was? Okay. Oh Gott, was ist das? Gott. ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Passwörter sind halt dazu da, um quasi zu speichern. Mache ich ja alles richtig? Da habe ich einen verpasst. Kann man hier? Ja, kann man. Cool. Ja. Wie gesagt, das Spiel hatte keine Speicherfunktion, deswegen bekommt man die Passwörter, die man halt am Titelbildschirm, wenn man auf Weiter klickt, eingeben kann. Und dann halt so zum jeweiligen Level kommt, was man zuletzt gespielt hat und so. Ja. Gut. Das war, glaube ich, auf dem GBA damals üblich. Da gab es noch irgendein Spiel. Findet Nemo, da war es, glaube ich, auch so. Wow, das war jetzt... Lag das da um welche waren. Gott, 18. Wow! Da war... Ja, da war was. Okay, super. Und nochmal. Das sieht eigentlich... einfach aus, aber das ist nicht mal so einfach. Also... Ja, fährt von selbst, man muss halt nur A drücken, man muss halt auch noch richtig timen und so. Aber es ist nicht so schwer. Ja, dann fällt er. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt kann man schon gut schaffen. Die sind eventuell ein bisschen schwierig, wenn man halt auch vor den Roboter da vorknallen kann. Wenn man halt zu früh runterspringt und dann bewegt er sich nicht mehr. Die haben schon eine etwas erhöhte Schwierigkeit, die zu bekommen. Wenn man halt nicht richtig auf den Roboter drauf landet, muss man den auch irgendwie anders bekommen. So wie ich gerade. So. Hier, die sind auch relativ schwierig, weil man halt wissen muss, dass man da springen muss. Also schwer nicht, aber ja. Die sind auch ein bisschen schwieriger. Und das sind ganz klar die schwierigsten. Super. Schon wieder verkackt. Also einfach. Einfach ein bisschen schwieriger hier. Da man halt aber auch zu früh runter kann. Einfach eigentlich. Bisschen schwieriger. Einfach. Auch relativ einfach. Nein, nee, eben nicht. Weil man wissen muss, dass das da oben noch welche sind. So. Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, komm! Das war Dummheit. Sowas nennt man Dummheit. Aber ich hab's gerade schon ganz gut drauf. Das kam aber überraschend, aber ich kann mich an den Abschnitt tatsächlich erinnern. Ich weiß eigentlich relativ wenig von dem Spiel. Ich weiß noch, dass noch ein Gulagoon-Level kommt, das weiß ich. Und hieran kann ich mich jetzt hier nach ersten Spielen auch wieder erinnern. So. Und komm. Yes! Und finish. Nice. So. B1 Einradwahnsinn geschafft. Foto freigespielt. Okay. Wie soll nochmal spielen? Ah, Vorwärts Mystery. Ah, das war doch das Pferd Mystery. Da oben ist bestimmt was. Ja, wusste ich. Das war klar. Die platzieren da nicht einfach so einen Roboter, wenn da oben nichts wäre. Hey SpongeBob, Mystery ist ein ziemlich nettes Seepferdchen, oder? Warum reitest du nicht mit ihr? Wenn du wieder auf und absteigen willst, musst du R drücken. Okay, cool. Coole Idee. So, wow. Ich kann so einen kleinen Flatterflug hier. Ist quasi ein Yoshi. Ja, okay. Erster Fanwender, super. SpongeBob, mit Mystery kannst du Roboter verschlucken. Aha, Yoshi. Und an einer anderen Stelle wieder ausspucken. Sie isst aber auch gerne Blumen. Okay, das ist gut zu wissen, dass sie Blumen isst. Die Fähigkeit brauchen wir auch hier. Super. Wow, der war... Ja. Habe ich nicht dran gedacht, dass einer war. Aber zum Glück bin ich ein bisschen hochgesprungen. So. So. Ja. Wow, das war dumm. Bup. Unterhose. Blumen wegfressen. Na, schmeckt Mystery. Da unten ist noch was. Dip. Wow, fall nicht runter. So. 14.
Das war blöd. Ich dachte, hier unten mehr noch was, aber da ist nichts. 15. Wow, das konnte ich wissen. 16, 17. Pfannenwender, dritte. Das heißt, das Level-Tor ist auf. Super. Ist unten noch was? Nein. Die 19, noch einer muss irgendwo sein. Da ist auch schon. 20. Und da ist wahrscheinlich irgendwo das Levelende. Muss ich absteigen? Scheinbar schon. Und das Levelende. Gut geschafft. Und es gibt einen Bonus. Sehr gut, SpongeBob. Du hast einmal einen Kramberger gefunden. Wenn du jetzt noch. Ja, okay, ist das gleiche. Wow. Warte, warte. Ist das irgendwie das gleiche? Was? Okay, dann gibt's das Level. Das ist wahrscheinlich ein Bonus-Level, das man immer bekommt, wenn man halt hier alle Bürger am Level hat oder was. Okay. Gehe ich zumindest von aus, weil das scheint hier das gleiche zu sein. Zumindest kommt mir das alles gerade ziemlich bekannt vor. Vielleicht gibt's ja später auch noch andere Varianten davon, aber. Das ist scheinbar gerade das gleiche. Oh, first try, bitch. Nice. So. Deswegen wird er gefragt, ob wir nochmal wollen. Gut. Guter Lagune. Roboter aus der Guter Lagune. So eine rockige Strandmusik. Gefällt mir. Die Musik im Spiel mag ich auch sehr gern. Ehrlich gesagt. Die hat was. Dip, 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 dip. SpongeBob, wusstest du, dass du auf einigen der Roboter reiten kannst? Das ist wie Hand in der Handschuhwelt. Nice. So kleine Dinge aus der Sendung werden auch alle eingeführt. Auch welche Roboter denn reiten? Meint ihr das hier? Scheinbar schon. Erster Funbender schon mal, super. Wow, jetzt wäre ich fast ins Wasser gelaufen. Wetten, im Wasser stirbt man, was zwar keinen Sinn macht, aber who cares? So, wow, 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 wow. Ja, genau, die ist genau an dem Punkt, wo ich hinfalle. War wieder klar. War doch einfach klar. So, hier in den Level wurden statt irgendwelchen Korallen Muscheln platziert. Macht ja auch Sinn. Wow, pass auf. Ja, genau, das war jetzt ein bisschen zu voreilig. Und wir sind wirklich tot. Das fungiert quasi als Abgrund, aber es macht halt keinen Sinn. Weil. Ja, wobei, SpongeBob kann ja in der Serie auch nicht schwimmen. Sieh mal in der Einfolge, wo er als Bademeister ist. Wo er als Bademeister ist, genau. Bester deutscher Satz ever. Wow, das war super. Das war super. Da kann er auch nicht schwimmen. Da ist er auch, ja. Als dann die Menschen in Not sind. Oder die Fische, nicht Menschen. Kann er auch nicht helfen. So. Ja, genau. Küss erstmal ein bisschen die Wand. Du kannst später mit der Wand kuscheln. So ein kleiner Mucki-Club oder was? Juice Bar, okay. Ja, stimmt, die gibt es auch, glaube ich. SpongeBob, manchmal musst du große Abstände überwinden. Hat er dazu A gedrückt, nachdem du gesprungen bist? Okay. Das mussten wir aber schon mal machen, glaube ich. Wow! Das muss man dran schreiben, das hier. Ja, super. Dass hier solche kleinen Dinger rumfliegen. Das konnte ich ja nicht wissen. Das war knapp. Nimm die mit. Sandcastle Contest, okay. Und da hat man es auch gerade gesehen, die Roboter kommen wieder, wenn wir sie töten sollten. So, hier 15, super. Hier scheinbar nichts irgendwie. Ach doch, da oben muss man hin. Gut, gut. Ah, das war ein bisschen zu weit links. Rechts meine ich. Und er hat sogar eine Links-Rechts-Schwäche.
der Marvin. Eigentlich ja nicht. Früher schon, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ja groß und stark. Okay, was laber ich gerade? So, 12 wieder. Was soll das eigentlich darstellen? Sind die auch vom Plankton gebaut worden oder eher nicht so? Wow, wow, ja genau! Oh Mann, komm schon! Please! Ich stelle mich gerade echt an wie der letzte Mensch. Oder der erste, je nachdem. Wow, das war knapp. Machen wir lieber auf die safe Tour. Stimmt, komisches, blaues, fliegendes, wie ein U-Boot aussehendes Teil. Ja, stimmt doch. So ein bisschen was vom U-Boot hat schon, oder? Ist eher ein Fliegboot. Macht auch voll Sinn, ein Fliegboot, genau. Da muss man gut drauf springen. Das war gut. So, ich gehe mal davon aus, dass ich hier irgendwie runter muss oder so. Aber ich gehe mal vorher wieder drauf. Hier muss ich hin. Gut. Ach ja, haben wir schon 3 von 3 von Männern. Gut. Dann müssen jetzt hier noch irgendwo Krabbenbürger rumgurken. Hier ist mein Leben. Haben wir genug verschwendet gehabt. Das war gut, spannend. Das war super. So, 17. Hier kommt doch was, das wusste ich. Ah. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass uns irgendwelche Bürger fehlen. Ja, ich gehe hier nochmal hier hin. Das war knapp. Also das ist dann noch 2. Gut, dann hätten wir die 20. Und Level geschafft. Nice, Dicer. Gut, dann gibt es jetzt mal einen Bonus hier. Das scheint wirklich immer gleich zu sein. Okay. Finde ich ein bisschen schlecht irgendwie. Da hätte man sich auch andere Level ausdenken können. Das wäre doch innovativer Kacke gewesen. Naja, was soll's. Ist immer noch cool, dieser Abschnitt hier. Wäre halt bloß schöner, wenn es anderer wäre. Aber was soll's. Ach ja. So, die hier mitnehmen, dann hier hoch. Die mitnehmen, die beiden, das war knapp mitnehmen. Wow, das war auch knapp, aber wir haben es geschafft. Gut, gut. Ein Radwahnsinn. Nein. Aber man, da stand B1, das heißt, es gibt nur noch mehr B-Level oder was? Okay, ich gehe davon aus. Mystery ist zur Stelle. Werden wir am nächsten Part angucken, dieses Level hier. Bis dann, ciao, euer Nintendo Player. Tschüss.